Hallo und herzlich willkommen zu Diablo. Moment. Ja, ich habe gerade irgendwie den Ton nicht ganz so toll auf den Ohren gehabt. Diablo 4, die Beta mit unserem Barbaren. So. Dann aber, was wollten wir eigentlich machen? Hier hat man, muss man noch zurück zu dem. Okay, keine Ahnung, warum wir dann in der Stadt sind, aber. Ja, ein kleines Päuschen dazwischen und schon weiß man nicht mehr, wie man wohin gekommen ist. Bin ja gespannt, ob der Barbar noch ein bisschen flüssiger zum Spielen wird. Vielleicht spiele ich ihn auch nur falsch, So, aber the bisher war er ein deed bisschen is done. träge. Excellent. I knew you would prove worthy of my trust. I'm sure you've heard the new word as it spreads. We will no longer suffer at the hands of the lesser. Our strength, our might, our destiny is to triumph over the weak. Aha. Aber vielleicht fühlt er sich auch nur ein bisschen träge an, weil ich halt davor einen Jäger gespielt habe, der ja doch recht flott unterwegs ist. I can't do that here. Ja, doch, ich kann das hier. So. Das war's dann hier. Genau, wir wollten hier runter. Und dann die Barbarenfähigkeit freischalten. Ich glaube, beim Jäger habe ich auch so einiges freigeschalten, was ich mal benutzen wollte, aber nie dazugekommen bin. Ja, frage ich, ob ich das heute noch schaffe zum Testen. Aber der Jäger-Nahkampf hat es mir schon sehr angetan. Und mit Feintuning wird er wahrscheinlich nur besser statt schlechter. Gut möglich, dass er auch genervt wird. Oder die anderen Klassen werden ein bisschen angehoben. Der Totenbeschwörer, das soll ja auch ein bisschen overpowered sein. Ach so, das ist nur ein Gras, was leuchtet. Erstmal die Quest holen und den Wegpunkt. Und dann mal Richtung Höhle. Jetzt habe ich, glaube ich, auch eine Stichwaffe. Ja. I'm low on Fury. Was hat es jetzt gebracht? Hey, wir brauchen mal keine Heilung. So, was gibt's denn hier Feines? Trinken nicht vergessen. Muss er ja doch ein bisschen mehr wie andere. Oben hätte ich vorhin noch nicht gesehen. Naja, zum Lorbeeren abholen, da kommen sie. Kopfschutz. Level 8 und schon Leggy. Schauen wir uns gleich in die Ortschaft an. Okay. Das war ein Druide. Aber das Steinschild, was der hatte, habe ich noch nie verwendet gehabt. Der ist auch nur Level 17. Aha. Aber der war jetzt eh schon nicht so stark im Austeilen. Wenn er dann noch auf Tank geht, dann überlebt er zwar, aber stirbt an Altersschwäche.
Der Schrei zum schneller Laufen ist schon angenehm. Haben sie mich ausgesperrt, wie fies. Wo da drin der ganze Spaß gewartet hat. Hab ich da was davon? Nein, hab ich nicht. Level 20? Das ist ja eigentlich das Startgebiet. Ach, die Axt. Machen wir zuerst die Axt. Die hat er dann auch eine Folgequest. Müssen wir eh dran vorbei. Ja. Wie schaut's in der Tasche aus? Wenn ihr Bluten Schadensaffekt. Ja, mit was mache ich jetzt blutende Angriffe? Macht hier irgendwas Blutendes? Ich glaube noch nicht. Versuch's im Verlauf von Blutungsschaden. Juhu, das ist eh mein primärer Angriff und der ist dann nur für Gruppen. Yay, ich habe mal was Passendes. Ja, suchen wir zuerst den Holzfäller. Hallo Schatzi! Da ist der hinspringende, teleportende Angriff auch super. Weil er halt nicht richtig wegrennen kann. Ich erwische ihn trotzdem. Nochmal Kopf. Nein, ist nicht dasselbe. Wenn ich getroffen werde, so. Nicht Gesundheit, blöde Blase. Ja. Ja. Mal schauen. Zu welchem Zeitpunkt ich mal mehr Schaden oder mehr. Obwohl betäuben. Bringt ja auch viel Sicherheit, weil ich in der Zeit nicht angegriffen werden kann. Ob mir das auffällt. Jetzt bin ich schon wieder draußen. Lass mich rein. Da ist die Party. Ja, für so Massengeschnetzel ist er schon cool. Und später wird es mehr Massen geben. Daher wird seine richtige Stärke erst noch kommen. Vor allem mit dem Wirbelwind. So, wo ist der. Da ist die Axt. Und am Schluss habe ich ihn auch einmal betäubt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt unbedingt schneller war als mit einem Jäger. Aber es ging gut. Auch noch ein bisschen mehr Life Leech. Und dann sehe ich da eigentlich keine großen Probleme mit dem Baba. So Fernkämpfe ist halt einfach nicht so ganz mein Ding. Mal so nebenbei ein bisschen oder als Zweit-, Dritt-Charakter. Okay.
Aber ich bin halt mehr mittendrin statt nur dabei. In Diablo 3 hatte ich zum Beispiel gerne einen Hexi, aber erst als Dritt-, Viert-Charakter zum Farmen. I don't have enough fury. Aber dann schön entspannt seine Fetische rumrennen lassen konnte und man schön hinterher spazieren konnte. I need more fury. Fury gibt's im Kampf. Aber grundlegend die Fähigkeiten sind schon in Ordnung. Einen für Einzelziele, einen für Gruppen. Fragen Sie mal schon mal Boss. Nö, ist aber noch nicht. Die Pike. Die nicht besser ist. Apropos, ist der Helm? Eigentlich auch nicht. Ein intelligenter Helm. Ah, es sind sogar beide intelligent und stark. Wille erhalten eine Heilung. Ja, wenn 0 Heilung, dann sind 3% auch 0. Also auch von den Zusätzen hier sind jetzt beide nicht so der Bringer. Don't have enough fury. Die stehen alle so weit auseinander, dass sich da Wirbelwind nicht lohnt. Die Anti-Barbaren-Aufstellung. Das fehlt auch noch, so ein kleiner Begleiter, der das Gold einsammelt. Da hat man sich in mehreren Spielen daran gewöhnt. Das fehlt hier. Und war ja auch in Diablo 3 drinnen. Also würde ich mal sagen, passt das auch zu Diablo. Ja doch, ich glaube, Schurke geht schneller, aber der Barbar fühlt sich dabei eigentlich auch nicht schlecht an. Das ist nur ein bisschen langsamer. Ich glaube, von der Betäubung merke ich sogar was. Nur mal zum Testen. Da sollte ich eine Bubble bekommen. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt habe ich noch nichts von der Bubble gesehen. Und schon kommt. Gehen wir zuerst da lang.
Aber blutende Betäubung war, glaube ich, besser. Jetzt ist er betäubend. Ah, nur eine Betäubung, aber es war doch ein recht langer Zeitspanne, in der wir von ihm nicht angegriffen worden sind. So, lasst mich mal in Ruhe. Hier war nur der Schrei. Was warst du hier? Dornen. Ne, Dornen ist nicht ganz so mein Ding. Maximales Leben. Leben Reck wäre mir lieber. Reduktion gegen Elite wäre wieder was anderes. Das wäre wieder toll. Ja, vom Bild her hätte man meinen können, das wäre so Vampirismus. Verwundbar. Ach, probier mal's, hau rein. Schadet bestimmt nicht, wenn sie verwundbar sein können. Obwohl ich ja theoretisch mehr auf Blut umgehen sollte. So, da unten haben wir noch was. Sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, welche Waffen ich genau verwende beim Kämpfen. Ich glaube, mit dem steche ich zu und mit dem wirbel ich. Ja. Und die zwei sind gerade unbenutzt. Bin ich bei 90? 100? Ja, okay, die machen zusammen auch weniger Schaden wie die anderen beiden. Dann verwende ich wenigstens auch die stärkeren Waffen. Obwohl es reiner Zufall gerade ist. Okay, nein. Jetzt haut er mit dem Hämmerchen. Jetzt sticht er nicht mehr. I must work. Oder nimmt er, wollte gerade sagen, automatisch den, der mir Schaden macht, aber Damage pro Sekunde macht das Schwert eigentlich mehr. I'm out of fury.
und so ein Mini-Augen wäre nicht schlecht. Dass wenn man da so viele Gegner aufeinander hat, dass man da wirklich nicht nur einen trifft, sondern halt alle, die direkt vor einem sind. Habe ich Ruhe? Danke. Ah, ein Punkt fehlt noch. 2-2. Schaden plus 3. Hier mal Schaden plus 2. Trifft aber mehrere. Dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. I'm low on fuel. Trifft mehrere, aber ich glaube, das verbraucht ein bisschen arg viel Fury. Ne, der Punkt, der war jetzt umsonst reingesetzt. Tötet den Wächter? Ist das da, wo ich gerade bin, oder? Ja. Wirklich einmal komplett außen rum? Ich wandere aus, ich wandere aus. Das sagte die Wanderratte, als sie nichts mehr zum Wandern hatte. Da nicht mal was. Da liegen noch Schuhe. Ach. Nee, da wäre auch keine Verbindung. Nee, das ist der Ausgang. Depp. Also wenn ich hier drin noch was machen muss, dann wird es hier irgendwo sein. Ich bin gierig, gibt mir Gegner. Gibt keine Gegner mehr. I'm low on fury. Die alle so einzeln ausschalten zu müssen. Aber mit dem Wirbelwind bin ich jetzt nicht weit gekommen. Nochmal Gio. Gib mir Gegners. Da oben ist ein Bösschen. Thank you.
immer mit dem Hämmerchen ins Tor. War's das hier? Na, jetzt kommt der echte Boss. Hallo. Ja, man verfolgt einen sehr einfachen Kampfstil. Sagen, es macht aber keinen Sinn, einen anderen Angriff zu nehmen. Aber jetzt hat er mir einen Sinn gegeben. Geh weg! Ging das jetzt schnell oder habe ich übersehen, wie mein Leben runtergegangen ist? So, das macht jetzt bestimmt einen Unterschied. Chance betäuben. Sie konnte ich, glaube ich, gar nicht so großartig betäuben. Dann nehmen wir mal den Bubblehelm. Vielleicht bringt ihr da mehr. Ich glaube, das ging vorhin so schnell. Ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht raus. Also ich weiß nicht, ob er mittendrin meine Befehle nicht anlangt oder ob ich irgendwie betäubt bin. Sehr blöden Spinnenweben. War ich da so oft drinnen? Ja, man sieht sie bei den ganzen Krümelkacke am Boden aber auch nicht. Spinnenweben. Ich müsste mal gucken, ob ich den anderen Schlag machen kann. Weil rumstehen und nicht schlagen zu können, ist doof. Gib mir mal ein paar Heiltränke. Danke. Oh, wieder mal nicht schön, aber sie ist down. Gehen wir erstmal hier raus. Gerade überlegt, ob ich in die Hauptstadt will.
Aber eventuell muss ich hier noch eine Quest abgeben. Ja, wenn er jetzt mehr Damage machen würde, dann wäre es vielleicht nicht so wild gewesen. Ich denke, mit dem Jäger wäre das doch mal einiges fluffiger gegangen, weil die halt auch wendiger ist, viel schneller übers Schlachtfeld hüpfen kann. Und dadurch gewissen Problemen aus dem Weg gehen kann. So, hier ist deine Axt. It must have been a grim place, judging by how much the Woodsman. Schweinemann. I confess, I'm eager to leave this place. I can't shake the feeling that I'm being watched. Now to get this thing back to Minas Tirith and collect my due. Thank you for your help. Noch Minas Tirith, da willst du es hinbringen. Kann ich dann gleich die Folgequest machen? Weil dem Dämon, den wir bei der Axt begegnet sind, den treffen wir nochmal. Genau, hier haben wir die Axt wieder. Habe ich auch erst verstanden, dass die zwei Quests zusammengehören, nachdem ich den Boss gesehen habe. The axe, it seemed to feed on the blood. Someone must separate her from that accursed axe. The town militia won't stand a chance. Ja, ja, dann gibt mir die Axt. Dann hat der Dämon noch einen richtig guten Charakter. You, anyone but you, stay back. Ich hätte eine Fähigkeit, mit der ich mich heile. Nö. Is it done? Noch nicht ganz. Magdalena, light be damned, how did this come to pass? I need your help, and we haven't much time. Meet me. Ja, ich treffe dich dann. Mach mal die Questreihe noch schnell fertig. Gibt es hier einen Heiler da unten? Den sollte ich mal kurz aufsuchen. Danke. Und beim Schmidt müssten wir kurz vorbeischauen. Hast du irgendwas Tolles? Feuer, Gift, Bewegungsgeschwindigkeit. Da nehme ich tatsächlich die blauen lieber. Chance zu betäuben. Mag ich den wieder? Light keep you. I got furs. Skins and may it protect you. Das Spiel war es automatisch besser. So. Best armor. Good. What else you got? Ich glaube, mit der Waffe kämpfen wir primär.
Und plus 15 Gegenstandsmacht. Der ist da oben. Einprägen. Ja, dann könnte man die Waffe auch gleich was einprägen. Und meine Heiltränke aufwerten. Auch wichtig. Fangen wir mit den Heiltränken an. Und dann gehen wir rauf, uns einprägen. Well, you certainly have the look of someone who spends a lot of time. Ja. Mach einfach besser und gut ist. Ich hab schon wieder. Ich denke nie dran, dass ich irgendwelche Tränke schlürfen sollte. Gerade eher mit der Rüstung. Trink ihn auch gleich. Ich denke nie dran. So, ja, bla bla bla. No witchcraft here, only honest magics. Okay, nur meine Klassen. Ich hab doch. Ach so, das, was ich da gefunden habe, ist vielleicht gar nicht für die Axt. Druide, Jäger. Okay, schließen. Das war, glaube ich, hier. Sammlung. Für die Klasse. Geweihte Katakomben. Stehlung. Was hätten wir hier? Elite-Gegner. Was macht Stählung eigentlich genau? Ach, unten. Gestählte Charakter erleiden 10% weniger Schaden. Ihr werdet gestählt, wenn ihr mehr Stählung habt. Ihr werdet gestählt, wenn ihr mehr Stählung als aktuelles Leben habt. Okay. Dann will ich das hier. Wo stand, worauf ich das anwenden kann? Aspekt des Beschützers. Suchen wir zuerst das Aspekt raus. Beschützer. Nur auf den Helm. Sonst würde da was leuchten. Das ist schade. Habe ich denn sonst etwas, was ich woanders reinmachen wollen würde mit einem Aspekt? Ihr hatte noch keine Aspekte, aber ich könnte mir welche eventuell aus der Truhe holen. Schauen wir mal schnell, ob wir da was haben. Oh, ja, ich wollte mal ein bisschen Jäger. Von entfernt Gegner zu ignorieren. Das ist Jäger, das ist Druide. Hier oben war. Grundfertigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Aber Grundfertigkeit ist die linke Maustaste, obwohl benutze ich auch recht oft. Klingt schon mal nicht falsch. Was haben wir da drin? Wenn ihr verletzt werdet, wenn ihr plus unter Kontrollverlusten steht. Okay, also wenn ich Wirbelwind verwende und meine Ressource runtergeht, nimmt der Schaden zu. Wenn ihr Bluten den Gegnern direkten Schaden zufügt. Ich lasse hier bluten. Hoffe ich. Äh,
Wo war das gerade mit Bluten? Hilfe. Mit einem Grund. Schaden der nächsten Basis. Grund warst du. Ein Wirbelwind, da kommt es nicht auf den ersten Schlag drauf an. Das ist genauso rum. Bin ich jetzt blöd? Wo war das jetzt mit dem Bluten? Barriere? Barriere? Primäre Ressource? Während der Gesundheit? Wo habe ich das gerade gelesen mit Bluten? Bist deppert? Wo habe ich das gerade gelesen, wenn ich einen blutenden... Okay, dann holen wir erstmal das. Ich glaube, ich habe echt eine Waffel. Falsche Abzweigung, eins weiter. So. Hol das hier mal raus. Na, dann. Dann füge mal dieses Aspekt hier ein. Warum geht es auf die beiden, aber auf das hier nicht? Einhand, Zweihand. Handschuh-Amulett. Wieso leuchten die? Geht doch. Annehmen. Oh, you've caught a rare one. Da hat man gerade Scheiße wussten. Benötigt Stufe 15. Jetzt kann ich meine Waffe nicht mehr anziehen. okay. Vielleicht deswegen. Scheiße. I'm not strong enough yet. Ich habe auch keinen Angriff. Es ist ein bisschen doof gelaufen. Für 5 Level brauche ich jetzt irgendeine Waffe. Für da rein. Ja, hier ist keine. Ja, das war jetzt wieder Kacke. Wuchtwaffe. Okay, wo steht hier, dass ich eine Wuchtwaffe brauche? Kann ich die Fähigkeiten jetzt verwenden? Nimmt er dann halt irgendeine andere Waffe? Farewell and good fortune. Probieren wir es einfach mal. Ich renne jetzt mal ins Kampfgebiet und werde sehr, sehr blöd schauen, wenn ich da nicht zuschlagen kann. Nein! Die Bettkick geht rüber. Oh. Aber so lernt man. Ich glaube, das vergisst man auch nicht bis Juni. Apropos, ich nehme viel zu lange auf. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal.